Na gut, also da bräuchte ich eure Hilfe. Wisst ihr, was da jetzt schiefgelaufen ist? Ich denke mal, recht viele von euch dürften das wissen. Ich nicht. Ich habe keine Ahnung, was da schief läuft. Deswegen werde ich mich jetzt um was anderes kümmern. Das heißt, wir hauen das Glas mal rein, wir hauen das rein. Die können rein. Exporter. Sechs Eisen. Und ein so ein Kabel. Das Kabel kann ich schon mal herstellen. Das Kabel kann ich schon mal richtig herstellen. Eins, zwei, drei, vier. So, das reicht. Eisen. Sieben Nuggets. Gran, gib mir. Egal. Also, weil ich könnte jetzt mit den Exporter bauen, damit ich wenigstens nicht mal von Hand nachkippen muss. Was schon mal ganz schick wäre. Wer sollte eigentlich das Richtige tun und auf den Fluid Importer sparen, damit ich den ganzen Rest geschenkt bekomme? Ich bin kurz davor, wieder den Hammer auszupacken und von Hand das Eisen abzubauen. So, du, dahin. Ich überprüfe das System jetzt nochmal. Ich will, dass das alles optimal läuft. Rüttelst du? Warum rüttelst du nicht? Sand Dust. Ha, weil wir keine Importer hinten dran haben. Ja, kein Wunder, dass denn kein neues Zeug hergestellt wird. Aber wir haben Gravel, haben wir auch nicht. Haben wir Sandüberschuss? Ja. Gib mir Sand. Hau Sand da rein. Ich brauche Eisen. Vor allem ist das ein Fehler, den ich fast jede Folge wieder mache. Also jede Aufnahmesession. Ich merke irgendwann so Mitte, Ende der Aufnahme, dass wir von Hand hier irgendwas machen müssen. Dann fange ich die neue Folge an und merke, hey, wo ist denn das ganze Eisen hin? Warum haben wir nicht genug Eisen? Precision Export Pass, ja. Also, merk dir, Gerogon. Du holst, solange wir noch keinen Importer hier hinten dran haben, hier den Dust raus, legst ihn da rein. Und wir brauchen einen Fluid Exporter da, einen Fluid Exporter da und einen Item Importer hier. Das war's. Dann läuft das Ding auch wieder so, wie es laufen soll. Nicht ganz. Wir müssen dann hier noch einstellen, dass er auch andere Sachen exportiert. Also im Idealfall hätten wir noch einen Exporter hier. Dann hätten wir einen für Sand, einen für Gravel, einen für Dust. Einen für Soul Sand. Und dann streiten die darum, wer seine Sachen reinlegen darf. Und alles müsste irgendwann mal gerüttelt werden. Genau. Iron? Ah, schon besser. Okay. Alles einschmelzen. Wie schaut's hier aus? 19. Dirt bisher. Nicht so viel, aber na gut, arbeite durchgehend. Du, Rainer. Wie viel Iron haben wir jetzt im System? 12 Barren. Okay. Ich hätte gerne. Ich hätte gerne den Exporter jetzt. Weil sonst vergesse ich nächste Folge wieder Lava von Hand nachzukippen. Da, Fluid Exporter. Wir brauchen den Precision, wir brauchen den Eimer. Fluid Export Bus ist gebaut. Runter. Oh, wir brauchen noch einen neuen Eimer, um das einzustellen, was exportiert werden soll. Bucket? Ach. Wir haben keinen Bucket. Ernsthaft? Okay. Bitte gib mir Eisen für ein Bucket. Hoch. Hoch. Lava. Lava klauen. Runter. Welcher ist jetzt der wichtigste? Der hier, ne? Stone to Gravel erstmal. Okay. Du exportest bitte Lava. Das heißt, du müsstest dich jetzt durchgehend füllen. Oh, ja. Voll. Okay. Sehr schön. Du bist halb voll. Das heißt, dich füllen wir jetzt noch von Hand. Merke, Gerogon, der linke hier muss noch von Hand befüllt werden.
Gut, der Rüttler rüttelt mit seinen drei Freunden. Das ist gut. Das Fluid-Ding hier wird durchgehend bei 15, 16 Bucket schwanken. Was dann immer nachrutscht. Was ich sehr komisch finde. Aber na gut. Ja, mit Importer, Exporter ist es wesentlich toller. Also wenn wir gleich den Fluid Importer gebaut haben für die Quest, werde ich den Storage Buster abziehen, werde ich hier einen Importer ranmachen und da unten einen Exporter. Damit immer in dem Block 16 Buckets von Lava sind und alles, was an Lava extra produziert wird, von da hinten ins System geleitet wird. Alternativ könnte ich natürlich auch an jedem Dingens hier einen Importer machen, aber das ist ein bisschen Overkill. Ja, weil Ducts machen nicht vieles richtig, aber das da können sie wenigstens machen. Das ist nicht so wirklich schwierig. So, Iron. Ah. Ja, das schaut gut aus. Also ich denke mal, in dieser Folge müssten wir es noch hinbekommen, den Importer zu bauen, Quest abzuschließen und damit die ganzen tollen Sachen zu bekommen. Also bereite ich schon mal vor. Wir hätten gerne einen Importer. Dafür brauchen wir so ein rundes Ding. Was? Haben wir jetzt schon nicht genug Eisen? Hä? Oh. Okay, vielleicht war ich doch etwas übermütig. Ich dachte, wir hätten noch was im System gehabt. Komisch. Na gut, das Zeug kann schon mal wieder rein. Nein, nicht hier rein. Ich dachte gerade, das wäre das SME-System. Nein, wir wollen keine Item-Ducks einschmelzen, auch wenn das schön wäre. Wobei wir dann hier nur Tin rausbekommen würden und... Das war das andere. Blei, glaube ich. Oh, Plastik kann auch rein. Nutzen wir die Zeit nochmal, um Glas abzuholen. So, so, so. Und eigentlich hätten wir die Zeit auch allgemein nutzen können, um die ganzen Plattformen weiter auszubauen. Aber das ist mir momentan zu langweilig. Ich folte mich lieber selber damit, damit ich immer Stück für Stück das ME-System weiterbaue. Eigentlich, also wenn ich es alleine spielen würde, würde ich es wahrscheinlich genauso machen, wie ich es jetzt nicht mache. Also ich würde mir den Builderspawn schnappen, ich würde hier alle Plattformen aufbauen, nebenbei irgendwie eine Serie gucken. Und wenn die ganzen Plattformen aufgebaut sind, hat das genug Ressourcen produziert, damit ich die ganzen Sachen automatisieren kann. Aber nee, das wäre nicht so wirklich toll. So, 9 Ingots, das passt doch. Ein Block. Ein Block wird aber nicht reichen für den Fluid Importer. Da bin ich mir ziemlich sicher. Allein der letzte Stage braucht ja tierisch viel. Porter. Fluid Import Bus. Ja. Braucht 6 und nochmal eine Bucket. Das Ding braucht. Oh, es braucht 2. Okay, es werden schon mal 8. Das Ding braucht 4. Wenn 12. Das Ding braucht nochmal 4. 16 Ingots insgesamt. Aber noch krank. So, rein mit dir. Iron. Wir haben jetzt 12. Port. Fluid Import Bus. Precision Import Bus, Basic Import Bus, schwarzes Ding. Schwarzes Ding ist gebaut. Achso, erstmal Import Bus. Basic Import Bus, jo, ist gebaut. Precision Import Bus ist gebaut. Dafür fehlen uns jetzt 4 Eisen und ein Bucket. Übrigens ein Bucket, der leer ist. Das heißt, wir hauen das Ding wieder hier oben rein. Dafür ist das echt gut. Wir haben andauernd Buckets mit Lava dabei. Warum auch immer. Die können wir dann mal reinschmeißen. So, 6 Pulverdinger. Wie viel fehlen jetzt? 4 Barren. Ich denke, 6 Pulverdinger werden nicht reichen, um 4 Barren herzustellen. Yeah. Nicht schön. Hier läuft aber alles beim Reinen. Du füllst dich nicht mit Dust. Wir müssen dich von Hand befüllen. Da war was, ne? Ja. Rein. Ihr rüttelt ganz schön schnell. Das ist gut. Oh, warte mal. Autonomous Activator. Autonomous. Du brauchst Inver. Das ist auch wieder Eisen. Du brauchst Pisten. Das ist Eisen. Und Pneumatic Servo. Eisen, Aluminium oder Silber, ja, das stimmt. Ich hatte mir überlegt, ob es sich nicht vielleicht lohnt, wo wir so viel Eisenmangel haben, davon noch mehr zu bauen. Weil Diamanten müssten wir jetzt eigentlich ein paar haben, oder?
11 Stück, ja. Emeralds auch. Haben wir Servos auf Vorrat gebaut? 3 Stück. Auto. Da. Vielleicht haben wir sogar Inver im System. Gucken wir mal. Oh, was fehlt da oben? Eine Kiste. Ja, eine Kiste können wir, glaube ich, herstellen. Bauen wir ein paar. Hau die da rein. 1, 2, 3. Da unten fehlt was. Hat nur Servo. Servo. Bitte mit... Nicht mit Inver. Aluminium. Dump, dump. Sehr gut. Noch ein Autonomous Activator. Hey, 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 hey. Problem ist nur, wir haben jetzt keine Exporter. Deswegen stelle ich die einfach mal oben drauf. Und stelle das Ding so ein, dass es nach unten zielt. Der hat gerade die Kiste mal wieder aufgemacht. Ja gut. Also jetzt müsste er theoretisch, wenn es denn überhaupt so zählt, weil ich denke, 4 ist schon Overkill, müsste der jetzt eigentlich mithelfen. Heißt, wir hauen uns auch nochmal hier hin. Drehen das Ding dann. So müsste richtig sein, genau. Hauen dich hier hin. Drehen dich und stellen euch beide so ein, dass ihr nach unten zielt. Nach unten zielt. So, die müssten jetzt alle 7 das Ding da klicken. Ja, das rutscht jetzt nur noch 2-mal runter. Okay. Schauen wir. Iron. 12 Stück drin. Okay, ich habe auch recht viel rumgeschwatzt und so. Also ein bisschen Zeit vergangen. Aber ich bilde mir jetzt einfach mal ein, dass es ein bisschen was gebracht hat. 3 Ingots. Raus mit euch. Fehlt jetzt nur noch einer. Ich wusste es, dass es irgendwann wieder kommt. Ein einziger verdammter Ingot. Da. Seabricks 4 Nuggets. Ja gut, die sind gleich eingeschmolzen. Dann haben wir den letzten Ingot. Dann haben wir den Fluid Import Bus. Dann geben wir die Quest ab. Dann ist die falsche Quest. Dann geben wir die Quest ab. Kriegen ein Fluid Storage. Das heißt, wir müssen mit diesem komischen Bus nicht mehr arbeiten. Der wird gleich reingehauen in unseren Server Rack. Wir haben die Fluid Import Busse. Davon brauchen wir momentan nur einen. Und die Fluid Export Busse für die Magmatic Dynamos. Und hier Reactor Casing oder Fluid Kristalle. Oder ein Reward Pack. Fluids. Die waren nicht so schwer herzustellen, ne? Nö. Die Casings. Brauchen bestimmt ganz viel Eisen, ha? Die brauchen Graphit und Yellorium und Stahl. Ich glaube, ich nehme die Casings. Da. Molten Iron, 6 Stück. Sehr gut. Raus, raus, raus. Klick, klick, klick. Nochmal. Rein da. Fluid Import Bus. So, gib mir Zeug. Ich hätte gerne Reaktor. Was? Fluid Storage Monitor? Das ist gemein, dass sie hier einfach noch so eine Quest hinten ranhängen. Okay, ein Fluid Storage Monitor. Lass mich raten, du brauchst auch wieder Eisen, ha? Doofes Ding. Hoffen wir, dass es nur 4 Eisen ist. Fluid Komm. Ah, da, okay. Storage Monitor. Braucht 4 Eisen, richtig? Aber brauchst ein komisches Level-Emitter-Ding. Blaue Farbe? Lapis Lazuli, okay. Level Emitter. Haben wir davon nicht schon einen? Ne, haben wir nicht. Okay. Dann brauchen wir einen Level Emitter. Schon haben wir nicht genug Eisen. Ich fühle mich dezent veräppelt. Ein Eisenbarren. Also ja, dich müssen wir noch herstellen, okay. Haben wir jetzt ein Eisen? Iron. Oh, es geht wirklich schneller. Sehr gut. Also rein, rein. Rein, rein.
warten, bis das Eisen fertig ist. Und schon wieder ein verdammter Barren. Das ist nicht so schön. Und ich könnte dem Spiel glatt zutrauen, oder dem Mod besser gesagt, dass wir gleich noch was hier bekommen. Oh komm schon, ich will doch nur ein laufendes System haben. Ich hätte niemals das alte System abbauen sollen. Nicht so früh. Das hätte ich jetzt machen sollen. So 10, 20 Folgen später wäre es absolut kein Problem gewesen. Da hätten wir in einem Schwung alles bauen können. Das wäre alles flüssig gegangen, alles schneller und was weiß ich. Aber nicht so. Also, lernt aus meinen Fehlern. Baut Maschinen nur ab, wenn ihr euch hundertprozentig sicher seid, dass ihr das Ersatzding, also das bessere Ding, das Ding MK2, auf jeden Fall bauen könnt.